Laura Oswald ist seit Jahren im deutschen Filmgeschäft bekannt. Auf ihrer Liste stehen Produktionen wie Verliebt in Berlin, Doctor's Diary, Fuck You Goethe oder Türkisch für Anfänger. 2023 übernahm sie die Rolle der Köchin Greta Bergmann in der ARD-Serie Sturm der Liebe. Die Schauspielerin ist privat Mutter einer Tochter. Das Kind des Serienstars hat am 26. September 2016 das Licht der Welt erblickt, wie sie auf Instagram verkündete. Laura Oswalds Kind heißt Carline Ruby. Das Mädchen ist das bislang einzige Kind der Schauspielerin. Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Angstzuständen. Alles ist neu, aber wir wollten ein Kind und jetzt sind wir sehr glücklich, schwärmte sie vor der Geburt im Interview mit der Zeitschrift Gala. Der Vater des Kindes ist der Unternehmensberater Krishan Weber. Laura Oswald und Krishan Weber lernten sich 2011 kennen und waren 10 Jahre lang ein Paar. 2014 heiratete das Paar und 2016 folgte die Geburt von Töchterchen Carline Ruby. Die Trennungsnews kamen für viele Fans daher überraschend. Laura gab 2021 bekannt, sich scheiden zu lassen. Ihr Kind stand für sie dabei stets an erster Stelle und die Eltern kümmern sich weiterhin gemeinsam um ihren Nachwuchs. Persönlich stellte das Ende der langjährigen Beziehung eine Herausforderung für die Schauspielerin dar. Ich mochte mein Leben und hätte nicht gedacht, dass ich es mit Ende 30 nochmal komplett umkremple und neu anfange. Ich hatte enorme Angst davor. Die Trennung war die größte Herausforderung meines Lebens, gab sie im Bunte-Interview preis. Die Schauspielerin hält ihr Kind privat. Im April 2023 veröffentlichte sie auf Instagram aber einen süßen Schnappschuss, der Carline beim Besuch am Sturm der Liebe-Set zeigt. Sie war heute das erste Mal mit mir am Set. So ein Gestüt ist auch eine dankbare Location für Kinderbesuch, schreibt Laura Oswald zu dem Foto.